Berge, Seen, frische Bergluft und viele Abenteuer. Eine Woche Wanderurlaub im Hochschwarzwald. Nach vielen Stunden Zugfahrt in Freiburg-Breisgau angekommen. Von dort ging es dann mit der S-Bahn weiter in den Hochschwarzwald. Königsetappe. Wanderung zum höchsten Berg im Schwarzwald. Nach einem kräftigen Frühstück sind wir relativ früh, circa 11 Uhr aufgebrochen, um zum Feldberg zu gelangen. Dabei wussten wir noch nicht, was uns dort alles erwarten wird. Vom sehr kleinen Ort Neuglashütten aus ging es gleich steil bergauf zu einem kleinen Aussichtspunkt, von dem man einen tollen Blick ins Tal, sowohl auf dem Titisee, bekam. Dann ging es in eine Art Schlucht. Es ging nur noch bergab. Dann ging es immer wieder weiter bergauf, bis wir die große Passstraße überqueren mussten. Dann begann der relativ steile, direkte Weg nach oben zum Feldberg. Das war echt allerhand. Während des Aufstieges bestaunten wir von immer weiter oben die riesigen Waldflächen, die Bäume, die Seen und mehr. Einfach wunderschön. Leider waren vor allem am Anfang einige kleine Flächenbäume abgestorben oder sogar schon abgeholzt. Nachdem wir uns immer weiter hochgekämpft haben, kamen wir dem Gipfel immer näher. Allerdings kann von Gipfel nicht so richtig die Rede sein. Statt einem Gipfelkreuz stand ein Sendemast. Statt kleine Bergwege zum Gipfel führten richtige Straßen und große Menschenmassen zum höchsten Punkt, um nicht Gipfel zu sagen. Toll war, dass wir unsere Drohne immer mit dabei hatten und außerhalb des Naturschutzgebiets schöne Bilder zu euch zu machen. Ein aufregender Tag mit über 24 Wanderkilometern und, okay, Spielerei, 31.942 Schritte geht zu Ende. Allerdings sollen die Blasen an den Füßen jetzt durch einen ruhigen Tag nicht mehr so strapaziert werden. 3 Tage einen Test nachweisen. So ging es zunächst zur Teststation in die Stadt Titisee. Doch oh weh, öffnet diese Teststation erst um 15 Uhr. Die Zeit nutzen wir und wie? An dieser Stelle möchten wir die Hochschwarzwaldkarte erwähnen. Diese Karte ist echt ein Geschenk bzw. ein super Service, den man im Hotel erhält. Diese Karte berechtigt zur kostenlosen Nutzung des gesamten öffentlichen Nahverkehrs wie Bus und S-Bahn im Hochschwarzwald sowie viele Ermäßigungen und auch einige richtige Gratisattraktionen. So auch eine Bootstour auf dem Titisee. Schön war's, richtig schön. Gut 30 Minuten schipperten wir einmal um den See herum. Dabei gab es viele Informationen aus dem Tonband.
Nach der Seerundfahrt dann schnell in den Bus. Ziel: die Sommerrodelbahn in Tottenau. Was für eine Gaudi! Und mit der Schwarzwaldkarte wieder gratis. Doch auch danach keine Zeit zum Luftholen. Um noch rechtzeitig zum Testen, Sie erinnern sich, Corona-Test, zu kommen, wurde es enorm eng. Selbst eine Jogging-Einlage den Berg hinab zum Titisee reichte nicht mehr aus. So ließen wir in einer wunderbaren Abendstimmung die Drohne nochmal über den Titisee fliegen. Am dritten Tag unseres Urlaubes ging es tief in die Schlucht, in die Rivianaschlucht. Dazu fuhren wir mit der S-Bahn, übrigens der Slogan hier in Baden-Württemberg ist gar nicht schlecht, bewegt, nach Hinterzarten. Was für ein schöner Name und ein kleiner Ort mit hohem Bekanntheitswert. Denn die großen Skisprunglegenden, Ludwig und Georg Thoma und Sven Hannawald sind hier geboren oder beziehungsweise waren hier in dem Verein in Hinterzarten aktiv. Man sieht auch gleich, wenn man aus der Bahn steigt, am Hang diese Riesenschanzen. Ich glaube, die Adlersprunganlage, wie die heißt. Doch für uns ging es nicht zur Skisprungschanze, sondern nach unten, aus dem Ort hinaus, immer abwärts in die Schlucht. Das Tal wurde schmaler und immer finsterer. Am Wegesrand säumten alte wasserbetriebene Sägewerke den schönen Weg. Dann gelangten wir zum Ein- bzw. Ausgang der Ravenna-Schlucht. Die Ravenna, so heißt der Fluss.
am Eingang lassen dort wieder viele so typische Touristikgebäude grüßen. Früher war es hier ruhiger. Früher hat hier sogar Johann Wolfgang von Goethe Rast gemacht. In dem bekannten Sternengut oder Sternenhof. Dann sehen wir ein großartiges Viadukt. Über das ist ungefähr über irgendwie fast 40 Meter hoch, über diese Brücke fahren tatsächlich noch Züge der Bundesbahn. Wir gehen dann durch dieses Viadukt durch und gelangen dann in die Schlucht. Dann wirklich nur noch purer Zauber. Natur pur, Stufen und ein Wasserfall schöner als der andere. Ein absolutes Highlight, das wir jedem irgendwie empfehlen möchten. Am Ende, wenn es dann wieder raufgeht aus der Schlucht, gelangen wir auf eine typische Alm mit kühnen und saftigen grünen Weiden. Und dann kommen wir auch schon langsam wieder nach Hinterzarten. Letzter Tag im Hochschwarzwald. Neben dem Titisee befindet sich im Schwarzwald noch ein weiterer großer See, der Schluchsee. Mit der S1 fuhren wir diesmal bis zur Endstation Seebrugg. Dies ist eine Station weiter als der Ort Schluchsee, aber Seebrugg hat tatsächlich eine Sehenswürdigkeit zu bieten, nämlich die große Staumauer, über die man auf die andere Seite des Sees gelangt. Dort erwartet ein großer Kiosk mit warmen Mahlzeiten uns. Wir staunen jedoch zunächst über diesen wirklichen Staudamm. Man geht darüber und man blickt auf einer Seite tief ab ins Tal, diese große Mauer. Übrigens, der Schluchsee ist Deutschlands größter Energiespeicher. The moonlit path across the water carries me with my broken dreams. I keep on taking on more water. My paddle splintered, gone again. Whoa, 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 whoa. The moonlit path across the water, an endless voyage to who knows where. The promise of unending riches, dreams are covered in pure gold. You always said that you never give up, never give in, even growing old. I see that you're turning your back, walking away, I guess that's how it goes. You always said that you never give up, never give in, even growing old. I see that you're turning your back, walking away, I guess that's how it goes. Whoa, whoa, whoa. Leider fuhren keine Tretboote mehr auf dem Schluchsee. Dafür haben wir dann eine Bimmelbahn benutzt, die vom Bahnhof Schluchsee zur Brauerei Rothaus fuhr. Der Berg hinauf zur höchsten deutschen Brauerei. Übrigens wurden dort auch vor vielen, vielen Jahren Teile der so bekannten Serie Die Schwarzwaldklinik gedreht. Dort bei der Brauerei, da stand das sogenannte Wohnhaus von Dr. Brinkmann. Jetzt noch ein Resümee.
Also der Hochschwarzwald ist irgendwie einmalig und auf jeden Fall eine Reise wert. Diese kleine Doku ist eine Produktion von Naturradio. Besucht gerne für mehr unsere Webseite naturradio.de. Folgt uns auf Instagram @naturradio. Abonniert uns gerne für mehr Dokus hier auf YouTube und gebt diesem Video, na, einen Daumen hoch oder runter, wie es euch gefällt. Baby's got the sunlight in her eyes. She's my southern girl. She's got the looks that makes a man cry. She's my southern girl. We're staring to the rising sun. I'd give this girl my lifetime. We're so much fun. There ain't nothing I would ever change with you. Join your nights into the morning. I wanna wake up every southern morning with you. Southern morning with you. I wanna wake up every southern morning with you. I wanna wake up every southern morning with you. I'm getting lost in your Tennessee eyes. She's my southern girl. I wanna have another drink with you tonight. She's my southern girl. Sometimes I feel I get so drunk.